wenn man so ein Unternehmen aufbaut, das ist, kann auch manchmal in die falsche Richtung laufen. Und es geht darum, immer wieder aufzuwachen und zu realisieren, woher man kommt. Sohne braucht unfassbar viel Geld. Und es war von Anfang an klar. Das war nicht etwas, was wir dann erst entdeckt haben. Alle haben uns erzählt, so und so funktioniert die Finanzierung eines Unternehmens. Wieso also nutzt niemand die Sonne als Energiequelle für unsere Mobilität? Wir haben versucht, so ein Mittelding draus zu machen, unsere Werte festzuhalten, aber gleichzeitig dieser Finanzwelt gerecht zu werden. Und dazu haben wir dann komplett neue Strategie und uns größer dargestellt. Und Internationalisierung, mehrere Märkte und Wachstum und schnelle Profite. Und das hat nicht funktioniert. Und irgendwann machst du auf, mitten auf dem Hochhaus, 10. Stock, in irgendeiner Verhandlungsrunde mit irgendeinem Investor, der eigentlich überhaupt kein Interesse an dir hat, und merkst eigentlich so, das ist überhaupt nicht das, was uns ausmacht. Es gibt den Moment, in dem du selber am Abend ins Bett gehst und sagst, heute habe ich nicht nach meinen Werten gelebt. Es war klar, dass wenn wir das eingehen würden, dass der sicher nicht gekommen wäre. Es war außer Frage. Wenn der normale Weg nicht funktioniert und wir scheinbar nicht für diesen Weg gemacht sind, dann muss man ihn anders machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, über die Community zu gehen. Jeder einzelne Mensch, jede Reservierung hat bestärkt, weil wir gesehen haben, die Menschen wollen es wirklich. Die wollen diesen Wandel. Es ist nicht nur eine Idee, sondern es wird konkret dadurch. 10.000 Reservierungen haben wir bereits. Und das ist schon unfassbar. Und von diesen 10.000 Reservierungen brauchen wir jetzt 2.000 Vollanzahlungen, um weitermachen zu können. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, ein Fünftel, das ist ziemlich konkret. Das ist machbar. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Wir sind noch nicht bereit aufzugeben. Jetzt liegt es in den Händen der Community, ob der Sion auf die Straße kommt.